Ich gab es euch bereits. Ach, wirklich? Also, ich bin ziemlich vergesslich. Es wäre besser, ihr gebt es mir schriftlich. Nicht übel. Schon fast 10 Jahre ist Gräfin Kosel die Frau an seiner Seite. 3 Kinder hat sie ihm zur Welt gebracht. Kein Wunder, dass sie nun nicht nur Mätresse sein will. Mit Augusts Heiratsversprechen besitzt sie ein Faustpfand, das den Unterzeichner noch einmal in Verlegenheit bringen wird. Trotz Niederlage im Krieg beginnt für Sachsen und seine Hauptstadt ein goldenes Zeitalter. In Dresden herrscht ein regelrechter Bauboom. Die evangelische Frauenkirche entsteht. Auch der katholisch gewordene August macht sich für den Prachtbau stark, um die sächsischen Protestanten mit ihm, dem Monarchen, zu versöhnen. Dresden wird in diesen Jahren zur glanzvollsten Residenz der Welt, wie ein ausländischer Besucher urteilt. Der legendäre Zwinger entsteht. Hier feiert der Kurfürst Feste, über die man in ganz Europa redet. Später einmal wird man diese Epoche nach ihrem Schöpfer nennen, Augusteisch. Die Porzellansammlung im Dresdner Zwinger ist einzigartig auf der Welt. Weißes und echtes Gold in vollkommener Ergänzung. Das grüne Gewölbe, die sächsische Schatzkammer, sucht an luxuriöser Raffinesse bis heute ihresgleichen. Doch was hier wie maßlose Verschwendung aussieht, hatte damals auch Kalkül. Die Polen sind so beeindruckt von der fürstlichen Pracht des sächsischen Hofes, dass sie August, jetzt aus freien Stücken, ihre Krone anbieten. Der wirtschaftliche Aufschwung Sachsens soll auch das Nachbarland erfassen. Es ist sicherlich so, dass Kunstpolitik damals wie heute eher wirtschaftsfördernd ist als eben Kriegspolitik, die etwas schafft, was ja in Preußen auch geschehen ist, was dann auch relativ schnell wieder verpufft. Denken Sie an die Dragonervasen. Das war ja dieser Tausch. Man tauscht eben ein Dragonerregiment, das man nicht mehr braucht, gegen eine große Anzahl von Porzellan ein. Das Dragonerregiment existiert schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Die Vasen gibt es heute noch. Im Jagdschloss Moritzburg vor den Toren Dresdens hält August sich am liebsten auf. Mit erlauchten Gästen aus aller Welt. Umgeben von einer der größten Jagdtrophäensammlungen Europas, lässt es sich opulent tafeln. Hier gibt man sich noch ungezwungener als in der sächsischen Residenz. In entspannter Runde dürfen die Höflinge offen ihre Meinung sagen. Auch Besoldungsfragen werden kreativ debattiert. Mit Blick auf die sich leerenden Kassen des Königs. Im Vertrauen hier. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, wie ich das Jahresgehalt der Gräfin von Kosel beschaffen soll. Nennt mir die Summe. 100.000 Taler. Graf von Flemming, ihr seid mein höchster Beamter. Wie hoch sind eure Bezüge? 4.000 Taler, Sir. Die Kosel gibt das meiste für Schmuckwerk aus. Euch, mein lieber Flemming, würde das gar nicht stehen. Wollt ihr euch nicht zu uns setzen, Gräfin? Aber gerne. Ich vernahm soeben, dass unsere Kassen leer sind. Oh, ich weiß, weshalb eure Kassen leer sind, Sir.
Ihr mögt denken, meinetwegen. Oh. Hm. Dieses Altstück ist für die sächsischen Steuereinnahmen. Die Kosel hat einen wunden Punkt berührt. Bislang muss der Adel nicht nur keine Steuern zahlen, sondern steckt sich einen Teil davon selbst in die Tasche. Sie gehen durch viele Herren Hände, wie dieses Eisstück eben. Die Folge davon, sie schmelzen dahin, bevor sie in eure Hände gelangen. August der Starke versuchte, an den Landständen vorbei, die ja für bestimmte Steuererhebungen ihre Zustimmung geben mussten, vorbei zu agieren. Das machte er auch sehr erfolgreich. Und er hat durch die Einführung einer Generalkonsumptionsakzise so eine Art moderner Mehrwertsteuer erfunden. Er könnte sozusagen auch als Mehrwertsteuereinführer in Deutschland gelten. Augusts Losung lautet: Jeder Taler, den ich ausgebe, kommt dreifach zu mir zurück. Warum Krieg führen, wenn man durch Handel mehr verdienen kann? Doch als Kurfürst von Sachsen und König der Polen muss er einen Spagat vollführen. Das Nachbarland fordert mehr Engagement von seinem Monarchen. Was August in Dresden begann, soll sich auf polnischem Boden fortsetzen. Nun veranstaltet er in seiner Warschauer Residenz rauschende Feste, als Ausdruck gemeinsamer Kultur. Selten gab es mehr Harmonie zwischen Deutschen und Polen als in jenen barocken Zeiten. Um die Beziehungen beider Länder zu stärken, stiftet August zahlreiche deutsch-polnische Ehen. Doch nach Ansicht der Adligen in Warschau fehlt dem Sachsen vor allem eines: an seiner Seite eine Polin, die ihm eines Abends nicht ganz zufällig begegnet. Ihr seid die schönste Perle am Hof. Und ihr seid sehr charmant hier. Der Premierminister hat die Dönhoff in Warschau gekauft, ihrer Mutter abgekauft. Es war eine große Familie von hohem Adel, die kein Geld mehr hatte. Und die Dönhoff ist dem König zugespielt worden. Er hat mit ihr geschlafen und war ganz überrascht, als der ganze Hof rief: Ach, er hat mit ihr geschlafen, wir haben eine neue Mätresse. Die 19-jährige Tochter eines polnischen Großmarschalls ist mit einem Grafen Dönhoff verheiratet. Für August kein Hindernis. Der Gatte muss sich fügen. Man sagt, ihr wäret nicht nur sehr stark, sondern auch sehr geschickt. Die Leute schmeicheln mir, Gräfin. Ihr müsst euch schon selbst überzeugen. Aber was wird man in Dresden dazu sagen? Dresden ist weit. Doch dann naht eine Kutsche aus Dresden. Angefeuert von der Gräfin Kosel, die nach Polen reist, um ihre Rechte als Mätresse einzufordern. Was schont er seine Gäule? Halt! Im Namen des Königs! Hat August ihr nicht versichert, nur sie zu lieben und sogar zu heiraten, wenn seine Frau einmal stirbt? Ach, die Gräfin von Kosel. Ich muss zum König. Ihr werdet mich nicht davon abbringen. Ihr seid heute schon die zweite schöne Frau, die mich erschießen will. Aber ich werd's tun. Mit einer Pistole werdet ihr die Liebe des Königs nicht zurückgewinnen. Der König wird mich und nur mich immer lieben. Das habe ich schwarz auf weiß. Wen kümmert schon ein toter Minister? Aber ihr treibt ein gefährliches Spiel. Denn das, was ihr da redet, ist Hochverrat. Vergesst dieses unselige Papier. Wenn der Kopf fehlt, wird euer schöner, schlanker Hals sehr viel von seiner bezaubernden Wirkung verlieren. Die Dame hat beschlossen, nach Dresden zurückzufahren. Das polnische Klima bekommt ihr nicht zurecht. August verbannt die Kosel auf ihren eigenen Landsitz, das Schloss Pillnitz bei Dresden.
Hier könnte sie ein unbeschwertes Leben voller Luxus genießen. Doch die Gräfin wagt einen gefährlichen Schritt. Flieht ins benachbarte Brandenburg-Preußen. Für August ein Affront. Denn die Grusel könnte ein peinliches Geheimnis preisgeben. Das Heiratsversprechen. Schloss Charlottenburg bei Berlin. Die Preußen erhalten von August dem Starken die Aufforderung, die Kosel auszuliefern. Um das Verhältnis zu Sachsen nicht wegen einer Mätresse zu trüben, willigt Friedrich Wilhelm I., genannt der Soldatenkönig, ein. Doch er nennt einen Preis. Preußische Deserteure in Sachsen gegen die geflüchtete Frau. August stimmt zu. Weihnachten 1716 wird die Gräfin Kosel auf der schwer bewachten Festung Stolpen in Ostsachsen eingesperrt. Es ist ein unwirtlicher Ort. Bis heute ein einzigartiges Zeugnis für den tiefen Fall einer Mätresse. Die Kosel war 49 Jahre gefangen. Sie war gefangen, als August starb. Sie blieb gefangen, als sein Sohn starb. Sie blieb gefangen, als die Festung aufgelöst wurde. Es war niemand mehr da, der wollte, dass sie gefangen war. Es war aber auch niemand da, der wagte, sie zu entlassen. Die Verwaltung verwaltete sie weiter, bis sie mit 85 Jahren starb. Sie sollte den einstigen Geliebten um mehr als 30 Jahre überleben. Februar 1733. August liegt im Sterben. Er litt an der Zuckerkrankheit, die man damals nicht behandeln konnte. Von dem du gekommen bist, dann bete zu Gott. Proficiscere, anima Christiane de hoc mundo, in nomine Dei Patris Omnipotentis, qui te creavit, in nomine Jesu Christi Filii Dei Vivi, qui pro te passus est, in nomine Spiritus Sanctus. Nach dem Zeugnis der Ärzte drückt August der Starke sich im Moment des Todes selbst die Augen zu. Et contemplatione Dei potiaris in saecula saeculorum. Erstaunlich an August den Starken ist, dass auch hier die Erinnerungen unterschiedliche Wege gehen. Nimmt man den politischen Ertrag des Polen-Abenteuers, dann hinterließ er ein ruiniertes Land. Nimmt man auf lange Sicht die Erinnerung an einen prachtvollen Hof und die kunstvollen Objekte, hinterließ er eigentlich die Gegenstände, die Dresden heute, oder zu großen Teilen die Gegenstände, die Dresden heute berühmt machen und zum Besuchermagnet auch der Zukunft führen werden. Die Frauenkirche wird im 20. Jahrhundert zerstört und wieder aufgebaut. Ist Mahnmal für die Höhen und Tiefen der sächsischen und deutschen Geschichte. Sie steht für das, was auch August lernen musste. Dass im Krieg nichts zu gewinnen ist, im Frieden aber viel. Zwar wurde er in Krakau beigesetzt, doch in der Dresdner Hofkirche ruht sein Herz in einer goldenen Kapsel. Die Legende sagt, dass es jedes Mal wieder zu schlagen beginne, wenn eine